The Little Red Lie. Ich würde sagen, let's start the game. Press E to interact, okay, space to jump and Q for inventory. Okay, ich verstehe. Ja, wir sind Rotkäppchen. Okay. Oh, what a strange looking cat. It looks hungry. I should find it something to eat. Aber die Mucke ist cool. So, okay. Also, sollte mich wirklich wundern, wenn das jetzt nicht flüssig laufen sollte. Also, dann müssen wir hier eine Let's Talk-Runde machen, 4 Stunden. Tut mir leid. Oh, was ist mir? Ein Vogel? You pick up the bird. I see the bird, the bird, the bird is the word. So, und den bei ihr? You give the bird to the cat. Ja, so eine ekelhafte Nacktkatze, Alter. Das ist aber was ekelhaftes. Oh. Erstmal ein Portal hier öffnen. Das ist aber auch was Feines. So, wie kriegt er die Maus hier jetzt erstmal hinaus? So. I wouldn't go in there if I were you. Okay. You can talk. Ja, alle Katzen können reden. Ja. We just don't find most humans worth to talking to. Okay. But you feed me a bird, so I will give you some advice. Okay, das ist ein Hinweis. Do not enter that forest. A wolf lives in there and devours anything it finds. Okay, alles klar, jeder nicht drin, lebt ein Wolf drin, der alles verschlingt. Speziell kleine junge Ladies mit leuchtenden roten Kleidern. Der Wolf ist tot. Ich habe gesehen, wie ein Jäger ihn vor 10 Jahren getötet hat. Aber nicht bevor noch meine Großmutter gefressen hat. Rotkäppchen, wie gesagt. Ich kam her, um sie zu ehren. Also, sie, die Gedanken an sie zu ehren. Oder sie in Gedanken zu ehren. Oh, aber sie ist wirklich sehr lebendig. Ich sah sie letztens im Sumpf. Ja, klar. Ist halt einfach, wenn ihr so eine ekelhafte Nacktkatze ohne Pupillen was sagt, warum nicht? Was? Wie kann das sein? Du kennst doch, weißt doch gar nicht, wie meine Großmutter aussieht. Hör auf, mich anzulügen. Ja, eine Katze kann eine Menge sein. Faul und verfressen und and a tease. A tease. Ich weiß gar nicht, was tease heißt. Ach, wurscht. Weiter. aber eins sind wir nicht. Wir sind keine Lügner. Wir müssen nicht lügen. Wir brauchen sowas nicht. Ich glaube dir nicht. But there is a chance, my... Aber da ist es eine Möglichkeit, dass meine Großmutter noch am Leben ist. Da besteht diese eine Chance. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber was ist mit dem Wolf? Ich werde einen Weg finden, ihn abzuwehren oder ja, und meine Großmutter zu retten. Nun dann. Du wurdest gewarnt. She may be the last thing that you see. She may be. Sie mag das letzte sein, was du gesehen hast. Ah, what else? So. Okay. Katze? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin überall. Nowhere at this. Und überall zur gleichen Zeit. Ich sehe, du sprichst in Rätseln. Okay, kannst du mir zum Schluss sagen, wo meine... Was? Wo meine Großmutter ist? Mit einer klaren Antwort, bitte? Das weiß ich im Moment nicht. Ich werde dir eins sagen. Der Wolf, der diesen Wald heimsucht, ist nicht von dieser Welt. Can appear anywhere and vanish just the same. Verschwinden irgendwie, er kann erscheinen und verschwinden zur gleichen Zeit. Keine Ahnung. Ja, Zähne wie Dolche und ein Maul, das alles verschlingen kann. Ein Ochshol. Ein Ochshol. Necken? Ah, okay. Okay, und er ist bedeckt mit Augen, die ständig sehen. Barely see. Die alles sehen.
If you can hear it coming, the shadow will be your friends. Okay, wenn du ihn hörst, sind die Schatten deine Freunde. Viel Glück für dich nun. Du wirst es sicherlich brauchen. Wir Katzen haben 9 Leben. Du hast leider nur 1. Was ist für ein Arschloch-Move hier zum Schluss? So ein Scheiß. Ist doch Käse. Oh. Ist das der Wolf? Oh, was haben wir hier? Warte mal. Ist das? Okay, wir haben eine Schere aufgenommen. Ah, okay, wir können uns so verstecken hier. Das ist ja nice. Die Mucke ist so ein bisschen trancy irgendwie. Finde ich ganz cool. Und wir haben da oben 3 Leben. Ach, ey. Okay. Hey, Wolf. Okay. Das haben wir jetzt ruhig mehr Glück als Verstand gehabt gerade. Können wir hier machen? Ah. Ah, okay, alles klar. Hier können wir uns... Na, geh mal schön weiter, mein Freund. Okay, wisst ja nicht, wieso eigentlich, warum ich nach links laufe eigentlich? Was war das? Ein Frosch? Und wir haben nur noch 2 Herzen. Das ist ja toll. Das läuft ja. Und wir haben nur noch 1 Herz. Das ist ja toll. So, schön. Können wir das Seil nehmen? You take the rope down. Okay, wir haben das Seil von dem Ast runtergenommen. Vom Baum. Was haben wir hier? Ein Eimer. Und wir haben einen Eimer genommen. Und weiter kommen wir nicht. Probieren wir noch nach rechts zu gehen. Lass mal erstmal gucken, wie ich da an diesen komischen Fröschen da vorbeikomme. Ich hab nur noch ein Herz, das wird... wahrscheinlich tödlich enden. Wenn mich nicht der Wolf kriegt, dann die Frösche. Kann ich mich ducken? Ja. Ah, okay. Okay. So, hier war da noch einer. Yeah! Also, ich mag ja so eine Spiele, weil die halt einfach schön schrollig sind, so ein bisschen. Also, es ist halt natürlich auch ein Indie-Game, sieht man ja wahrscheinlich auch ganz klar. So, wollen wir kurz hier verstecken, nicht, dass der Wolf wiederkommt. Ich weiß nicht, kommt der, wenn wir nur hinterm Schatten sind, oder? Der Wolf erinnert mich voll an den Hellsing irgendwie. Mich irritiert auch voll, dass es nach links geht, ja. Ja, fällt mir der Chuck Norris Witz ein, so. Der hat Super Mario einfach nach links durchgespielt. So, ich warte mal kurz. Ich weiß noch nicht so richtig am... Oh, da ist der... Also das Schöne ist, man hört an der Musik, dass er weg ist. Das ist sehr cool. So, jetzt... rechne ich eigentlich auch mal sehr stark damit, dass ich auch nach rechts sehen kann. Ja, wie findet ihr denn den Grafikstil? Also ich mag den ja sehr, ne? Schwarz-Weiß und du hast nur das Rot. Oh, okay. Maison de Pain de Pin. Was? Wie? Ne? Geh da rein! Hohoho, was stand denn da jetzt? Herr Junge, du hast doch Französisch gehabt in der Schule. Was stand denn da jetzt gerade? Ey, wir haben nur ein Herz noch irgendwie. Oh, was haben wir hier? Ein Schloss. Ich brauche das richtige Werkzeug, um eventuell das Ding aufzumachen. Was haben wir hier? You open the oven. Und, was haben wir noch? Was ist das? Das sieht nach kleinen Knochen aus. Vögel oder was? So, hier hat auf jeden Fall auch erstmal der Wolf ganz schön gewütet, möchte ich meinen. Oh, was ist denn das hier? Ein Fleischwolf? okay, ich kann das benutzen, um Fleisch zum Haus des Schmerzes, des irgendwas. Na, das klingt aber auch sehr einladend, möchte ich sagen.
Du betrittst das Reich des Schmerzes. Ja, ein Fleischwolf. Muss ich glaube ich nicht erklären, was man damit macht. Man kann damit Fleischwolfen. So, dann mal hier. Kann ich hier irgendwas nehmen? Was, wie? Man denkt immer so mal, dass man mit allen Fabian Sachen irgendwie interagieren kann. Ah, ich brauche ein Kredenzchen. Reis, Wein, Safran und Minced Meat. Also halt, kleine macht das Fleisch, oder was? Ihr wollt das Fleisch. Okay. Warte mal. Nee, ich hab nur ein Seil, ich hab eine Schere und ich hab einen Eimer. Das bringt nicht viel. So, warte mal. Genau. Ja, ich denke mal, mit einer Schere werden wir das Schloss jetzt hier nicht aufkriegen. Wir schauen mal weiter. Maison de Bune de Vies. Oh, warte mal, was ist das? You pick up a set of lockpicking tools. Na, da habe ich doch mal kurz eine Eingebung, was wir damit eventuell machen können. Haha! Repeat the sequence to unlock each stage. Aha, okay, alles klar. Okay, na, das war jetzt nicht so schwer. Success! Okay. Ah, das steigert sich jetzt, alles klar. Okay, repeat the sequence Nummer 2. Nein! Ich wollte nach unten! Quitten. Na und wie? Kann ich jetzt was. Ja, genau. So machen wir mit der Maus. Dann geht's besser. Was? Wieso? Achso, der hat jetzt. Achso, der hat die vordere Sequenz nicht abgebrochen. Success! So, Nummer 3. Aha. So, jetzt war er hier, hm? Nee, warte nicht. Ah, Merde. Merde! Nochmal. Success! Und wir haben Brotkrumenhaus vielleicht. Sind noch mehr Märchen verbaut. Ah, okay. Der Grafikstil gefällt. Ja, er ist cool, oder? Also, wir hatten glaube ich schon mal so ein Spiel irgendwie. Und zwar... Plop! Neverending Nightmare, bin ich der Meinung. Das war auch... Das ist so ein Knie gespielt. So, was haben wir hier? Ja, eine leere Weinflasche haben wir genommen. Die bringt uns ja jetzt eine Menge. Eine leere Weinflasche. Was sollen wir jetzt mit einer leeren Weinflasche? Wo kriegen wir denn Wein her? Gucken wir mal weiter. Hier haben wir einen Brunnen. Oh, Moment. Okay, wir haben das Seil und den Eimer dabei benutzt. Und... You lower the bucket and it comes up full... Ja klar, wir haben... Ja, wir kommen den Eimer runter und er ist plötzlich voll mit Wein. Okay, nur dann. Und wir haben die Flasche mit Wein gefüllt. Na logisch. So, hört ihr gerade den Wolf? Verstecken wir uns mal kurz. Ui! Und weiter geht die Journey. Findet ihr nicht auch, dass der aussieht wie von Helsing? So mit den Augen und alles? So einen Brunnen hätte ich auch gern. Oh ja, fatal, fatal. Das wäre jetzt mal faszinierend gerade. So, ist ja noch so ein Frischi-Frisch. Ja? Oh, was haben wir hier? Kann ich das nehmen? Wir haben Safran gefunden. Sehr schön. Was ist das? Ja, viel zu dunkel für mich to go there without a light. Eine Lampe, wir brauchen eine Lampe, bevor die in die Höhle geht. Habt ihr irgendwo eine Lampe gesehen? Keine Lampe gesehen. Vielleicht nochmal im Haus? Nochmal im Haus des Schmerzes nochmal nachsehen? Nee. Ah, hier. You pick up the lantern. Alles klar, wir haben eine Lampe.
Dann lass uns doch mal in die ekelhaft blutige, gruselige Höhle gehen. Yay. Muck ist mega cool. Mir fällt mir richtig gut. Huh. Eine Fledermaus? Oh Gott. Wir können uns nichts mehr erlauben. Kein Fehler. Nur noch ein Herz. Oh. Schweinekopf. Pick up a picket. Alles klar. Na, dann haben wir auch was zum Wolfen. Ne? Was haben wir hier Schönes? Guck mal, ist das hier nicht. Moment mal, ist das hier nicht die Mütze? Hier, die Mütze von Oma. So eine klassische Oma-Mütze. Wie man sie kennt. Aus dem Bett. So, mit der Haube. Uiuiui. Großmutter! Hm. So, na dann. Yay. Gehen wir mal zurück. Haben wir denn jetzt eigentlich alle Ingredienzien? Nee, der Reis fehlt, glaube ich, noch, wa? Den Reis haben wir noch nicht. Jetzt Reis her. Und Scheiß. Wo bekommen wir Reis her? So, bin ich irgendwie an einem Reisfeld vorbeigelaufen, was mir entgangen? Also, ihr kennt mich ja, mir entgehen ja so öfters mal irgendwelche kleinen Sachen irgendwie, wo Benny denn sagt so, ey, Alter, es war doch offensichtlich. Wieso hast du das nicht gesehen? Nein, ich geh doch nicht. Ich warte doch. So ekelhaft, also mit dem Maul am Magen, ey. Einfach, ne? So, hier kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Den Wein haben wir schon. Können wir noch was im Haus machen? Was ist das hier da vorne? Das ist einfach nur eine Scherbe. Gehen wir nochmal ins Haus und ganz nach rechts. Da war eine Tafel. Die ganzen Zutaten. Okay, alles klar. Machen wir mal. Ja, genau. Ihr könnt ja mal jetzt erstmal kurz probieren. You grind up the meat. Alles klar, wir haben das Fleisch klein gemacht. Needed ingredients. Reis, Wein, Saffron und klein gemachtes Fleisch. Ja, uns fehlt der Reis tatsächlich. So ein Scheiß. Der Reis. Reis war ganz oben auf der Tafel. Ja. Aber. Ach, das meinst du jetzt mit der roten Lache? Ah, verstehe. Nee, weiter links. Viel weiter zurücklaufen? Okay. Ach ja, Mensch. Ganz nach links, ne? Da, aber da war doch der Eimer. Nein, lass mich. You're dead. Oh no. Oh, bitte hab einen fairen Checkpoint. Cool. Schön. Ach, danke, liebe Entwickler. Das ist ein fairer Checkpoint. Das ist doch schön. Mann, hör da auf! Erinnert mich denn, woran erinnert mich diese Frösche? Ich glaube, von Ghostbusters, ihr habt es mal damals vor diesen Actionfiguren von Ghostbusters, ihr habt es mal so ein Geist, der so aussah. So mit so einem fetten Grinsen. Glaube ich, zumindest. So. Ah. You pick up some rice. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Chat. Ihr seid die Besten. Okay, portion of confinement. To imprison a being of this world or beyond, follow the recipe. Then mix it with the blood, skin or hair of the creature you wish look away. Be warned, performing the ritual with the incorrect potion will result in your death. You only get one chance. Okay, also wir müssen jetzt einen Trank machen, damit etwas aus dieser Welt verschwindet. Wir wollen natürlich, dass dieser Wolf verschwindet. Und wir müssen das auf jeden Fall richtig machen, dieses Ritual. Wir haben auch nur eine Chance dafür irgendwie. Ansonsten
Der Tod! Der Saffron, ach du Scheiße. Okay, der Saffron was measured in tablespoons. The bucket has 10 more of its respectable item in its respectable unit than the cauldron, which has an item with a quantity of 5. The item found in the oven has a smaller unit than that of the item found in the bucket. The meat use a unit of cups. The rice requires a fewer quantity than the wine. Bin ja so am Arsch. Bin ja so am Arsch, Alter. Wir brauchen noch Wolfshaar. Ja, eigentlich bräuchten noch Wolfshaar. Aber wir können schon irgendwas machen. Ja, das ist eigentlich würde ich sagen, ist das richtig. Mix Potion. Let's do it! Ja, ich bin sicher, ich hoffe, dass ich es richtig mache. Dass es richtig ist. Das war's. Okay. So, jetzt brauchen wir Wolfsfell. Also würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück in die Höhle. Wenn jetzt der Wolf in der Höhle ist und wir laufen so. Klack, 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 klack. Ich weiß nicht. Können wir auch schleichen? Ja, wir schleichen, ne? Würde mich tatsächlich mal anschleichen wollen. Wir brauchen natürlich wieder die Pfennigabsätze heute anhaben hier. Ist er jetzt da? Okay. Mit denen sollen wir jetzt ein bisschen Fell klauen, oder was? Und wir benutzen die Schere und haben eine Locke von seinem Haar abgeschnitten. Cool. Finden wir noch was? Rinkaku. Steht hier hin. Wahrscheinlich der Zeichner dieses Meisterwerkes. So, nun? Jetzt haben wir eine Flasche und jetzt haben wir das Haar und können wir das denn irgendwo mixen da vorne in der Vogeltränke vor der Höhle? Oder was? Oder sollen wir wieder zum Kessel zurück? Boop. So, Hammer. Alright, it goes nothing. Supposed to be bubbling like that? Did I get the recept wrong? Ah, okay, alles klar. Oh oh. Ah, oh, scheiße. Ja, es war falsch. Ja, was machen wir denn jetzt? Okay, ach, okay. Okay, wir starten also wieder hier. So, okay. Also. Wir hatten hier hinten eine 5. Ne, warte mal. Eine 15 hatten wir hier. Hier hatten wir eine 5, ne? Und hier war die 20. Beim Safran hat der Junge gesagt, sollte eine 15 stehen. Kessel 5. Safran 15. Also die 10 müsste hinhauen. Und die 20 dann auch, oder was? Ja, naja, dann mixen wir die Potion, oder was? Geht der Chat damit d'accord? Gut, was soll's? Dann mixen wir den Shit. Jut. Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht. Hey! Ja, so hätte ich es auch versucht. So, dann probieren wir mal. So, Daumen drücken. Alright. Here goes nothing. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und die Höhle ist verschlossen. Red? Süße? Bist du das? Großmutter? Oh, Red. Es ist so lange her, seit ich dich gehört habe, seit ich deine Stimme gehört habe. Großmutter? Was machst du da? Ah, ja, ich wurde vom Wolf gefressen. Aber dein Zauber hat ihn getötet und hat mich entlassen, befreit. Nach so vielen Jahren, ich kann's kaum glauben, dass du am Leben bist. Ja, als ich gefangen war im Wolf, träumte ich von dem Tag,
dich wiederzusehen. Es ist doch überhaupt nicht hölzern jetzt die Dialoge, die ich hier führe, aber so ist es halt. Ne? Und dieser Tag ist gekommen. Du musst mich nur noch rauslassen. Oh, na klar. Was soll ich tun? Ja, zerstöre the confinement. Also wahrscheinlich hier das vor mir hier. Das, also das mich haltende Siegel auf Port and Potion Inn. Ja, mach kaputt hier da. ja, das wird die Felsen wegbewegen irgendwie. Front of the cave. Ja, also die Felswand wegbewegen von der Höhle. I smash into pieces, muss man jetzt nicht übersetzen. Oh! Die hässliche Katze. Ja, ich würde das nicht machen, wenn ich du wäre. Was machst du hier? Ich bin gekommen, um dich aufzuhalten, einen gravierenden Fehler zu begehen. Das Wesen hinter den Felsen ist der Wolf. Ah. Aber es hört sich an wie meine Großmutter, die Stimme, die von der anderen Seite kommt. Also, großartige Grammatik hier. Willkommen bei Benny und Steve. Ja, das ist wahr. Für deine Großmutter und der Wolf, es sind ein und dieselbe Person. Das kann nicht sein. Sie wurde vom Wolf gefressen. Ja, und dann wurde sie wiedergeboren, um diesen Wald heimzusuchen als ihr Killer, als sein Mörder. What? Ja, Kenny ist eine Nacktkatze. Eine ganz ekelhafte ägyptische Nacktkatze. Also wer schon mal so was gestreichelt hat, das ist wie so ein Nacktmul, ekelhaft. Nicht schön. Ein Fluch für die Sünden ihrer Lebzeit. Sünden, aber meine Großmutter hat niemals etwas falsch gemacht. Ist das so? Was ist denn mit den ganzen kleinen Knochen im Ofen? Hat ja ein Hühnchen essen. Goldbräuler. Oh, oder doch nicht. Ja, das sind keine Hühnchenknochen, befürchte ich. Rotkäppchen! mit wem redest du da? Warum hast du mich noch nicht rausgelassen? Ich rede mit einer Katze. Sie sagt, dass du der Wolf bist, der diesen Wald heimsucht. Eine Katze sagt, ich bin ein Wolf? Fühlst du dich nicht ganz gut, mein Schatz? ja, hör auf mit dem Unsinn und lass mich raus. Es ist unheimlich hier. Wenn du das Siegel brichst, wird sie dich jagen und töten. Für Jahre habe ich beobachtet, wie sie Kinder gefressen hat und ihren Appetit gestillt hat. Ich fragte den Wolf, ob ich helfen kann, sie zu stoppen. Was? Moment mal ganz kurz. Die Katze hat gesehen, wie die Großmutter die Kinder gefressen hat? Oder hat die Katze den Wolf gesehen, wie der Wolf die Kinder gefressen hat? Oder Variante 1 und die Katze hat den Wolf gefragt, wie sie die Oma stoppen können. Ist okay. Ja, ich fragte den Wolf, ob ich helfen kann, sie zu stoppen, but her cursed spirit lives on. Aber ja, ihr verfluchter Geist lebt weiter. Nö, läuft hier, würde ich sagen. Als ich sie ins Haus eingesperrt habe, ja, hat sie es irgendwie geschafft, sie zu befreien. Hör nicht auf ihn. Er lügt. Der Wolf hat mein Haus angegriffen. Oh. Denn warum sind denn die Signs of Damage, also die Beschädigung, nur innen? Ich bin nicht sicher, was ich tun soll. Komm mit mir nun. Komm mit mir, nun. Ja, das Portal wird sich bald schließen. Und wenn es das tut, wirst du hier für immer gefangen sein. Ja, hör nicht auf ihn. Lass mich raus. Ich bin eine Großmutter und nicht der Wolf. Lass mich nicht hier drin sterben, in dieser kalten, dunklen Höhle.
Ja, ich denke, wir sollten mit der Katze laufen. Also, oder? Also, wir machen jetzt da nicht das Ding auf, oder was, wa? Also, ihr müsst ihr sagen. Tatsächlich überlasse ich euch. Also, wir können mit der Katze gehen oder wir können Großmutter wieder rauslassen. Was sollen wir tun? Wählt 1 für der hässlichen Nacktkatze folgen oder wählt Nummer 2, um die psychopathische Wolfsoma zu befreien, damit sie uns töten kann. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Okay, dann ist es bloß bei 1, dann folgen wir der Katze. Jojo sagt auch 1, damit ist die Sache klar. Rotkäppchen, wo gehst du? Ne? Ah, okay. Ja, hör nicht auf sie. Bitte, Rotkäppchen, verlass mich nicht. Großmutter. Rotkäppchen, sie versucht dich nur auszutricksen. Der Vater! Grüß dich! Rotkäppchen, komm. Oh, guck mal, jetzt hat Großmutter schon ein paar Augen, wo sie nicht Augen haben sollte. Rotkäppchen, komm zurück. Hier. Komm sofort zurück. Boom. Ah, alles klar. Endlich zeigt sie ihr wahres Gesicht, wahrscheinlich. Bedeutet dir denn Familie gar nichts? Was würde deine Mutter denken? Ja, dann... Gehen wir mal weg. Nein, Rotkäppchen, halt! Großmutter! Warum hast du zugelassen, dass das passiert? Komm, Rotkäppchen! Dreh dich nicht um! You must leave this place now. Wir müssen uns sofort verkrümeln hier. Ja, bevor ich gehe, any further, tell me your name. Also, bevor wir weitergehen, sag mir deinen Namen. Okay. Warum willst du das unbedingt jetzt wissen? Meine Mutter sagte mir niemals... Meine Mutter sagte mir, ich soll niemals mit Fremden reden. Und wenn ich deinen Namen weiß, bist du kein Fremder mehr. Oh Gott. So, oh, oh. Schön, ja, nachdem dir also eine Nacktkatze gesagt hat, geh mal durch das Portal. Ja, dann willst du jetzt den Namen wissen. Okay, gut. Nun gut, mein Name ist... Asscat. Ja, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. So, Arschkatze. Folge mir. Asscat mit einem S. Oh, the end. Wir haben es geschafft. Oh. Also, wir haben ja den Wolf in der Höhle eingesperrt gelassen. Den Wolf in der Höhle eingesperrt gelassen. Machte Rotkäppchen ihren Weg durch den Wald weiter. Ja, und so weiter. Ne? Also, wir haben es geschafft. Yay! Also, ich fand's witzig. War ein cooles Spiel irgendwie. Schön. Schön. Mal ein anderes Spiel.